Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar hier bei marktforschung.de. Mein Name ist Sabrina Germann. Ich bin Online-Event-Managerin hier bei marktforschung.de und ich darf Sie jetzt begrüßen zu einem ganz besonderen Webinar, denn Sie wissen es, was für Sie wichtig ist, sind die Leads, Leads, Leads. Und wir von marktforschung.de möchten Ihnen dabei helfen, neue Leads zu generieren und eben Ihre Reichweite zu verbreiten und neue Kunden anzusprechen. Ja, und dafür habe ich mir kräftige Unterstützung mitgebracht. Wir haben hier an meiner Seite Lars Geig. Vielleicht sagst du noch mal kurz etwas zu dir. Lars Oliver Geig, ich bin Geschäftsführer des Magnus Fachverlags und hier für die kaufmännischen Belange und den Vertrieb zuständig. Herzlich willkommen. Und wir haben Holger Geißler dabei. Holger Geißler, ich bin Geschäftsführer hier auch beim Magnus Fachverlag, leite die Redaktion bei marktforschung.de und bin außerdem noch Geschäftsführer bei der Saxit. Genau, und bevor es gleich losgeht, gebe ich Ihnen noch kurz einen kleinen Überblick auf das, was Sie gleich erwarten wird. Da gebe ich kurz die Präsentation frei. Denn wir freuen uns heute auf die White Paper. Sie sind größtenteils unterschätzt, aber Lars Geig wird Ihnen gleich erklären, was sich alles dahinter verbirgt. Wir haben die Webinare, dazu werde ich Ihnen noch die Neuerungen erzählen. Dossier Plus ist ein großes Thema, da wird Holger Geißler auch noch etwas zu erklären und im Anschluss geben wir Ihnen noch einen kleinen Ausblick auf das, was Sie alles noch erwarten wird in 2023. Und damit gebe ich auch schon ab. Lars Geig, bitteschön. Ja, danke Sabrina. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich möchte Ihnen heute die White Paper näher bringen. Haben wir schon im Titel stehen, unterschätzt, aber mächtig. White Paper sind ein sehr gutes Mittel, um Leads zu generieren. Vielleicht erstmal, was ist ein White Paper überhaupt? Grundsätzlich ist es erstmal eine PDF-Datei, die zum Download angeboten wird, zu einem Thema sorgfältig recherchiert, ausführlich und mit qualitativ hochwertigen Fachinformationen. Ich gebe dann nachher noch ein paar Tipps. Das klingt erstmal schwierig und aufwendig, so ein White Paper zu erstellen, aber das ist, glaube ich, wenn man ein paar Dinge beachtet, gar nicht so schwierig. Im Vordergrund sollte die Vermittlung von Fachwissen stehen. Sie sollen Ihre Fachkompetenz klar in den Fokus rücken und möglichst werbliche Aussagen auf ein notwendiges Minimum reduzieren, denn letztlich ist das Ziel, Ihre Expertise darzustellen. Ja, wie entstehen jetzt Leads durch White Paper? Vielleicht kurz den Ablauf geschildert, dann, glaube ich, wird es recht deutlich. Sie müssen zunächst einmal ein Upload-Recht haben, um ein White Paper online zu stellen. In unseren Unternehmensprofilen ist in der größten Variante, im Exklusivunternehmensprofil, das Upload-Recht bereits enthalten. Alternativ können Sie das Upload-Recht auch einzeln buchen für eine Grundgebühr von 19 Euro im Monat, können Sie beliebig viele White Paper hochladen und für jeden Download entstehen dann nochmal 19 Euro. Das Ganze ist mit einer Maximalpreisgarantie versehen, um Ihnen Sicherheit dazu geben, dass das nicht ausufert. Bei maximal 495 Euro pro Jahr ist das dann gedeckelt, das heißt pro White Paper und Jahr. Also wir schalten Ihnen nach der Buchung die Rechte frei. Sie laden das PDF selber im Frontend durch einen Login auf marktforschung.de hoch. Danach wird es dann auf der Webseite veröffentlicht und das ist wichtig, vor allen Dingen in unserem Newsletter als neues White Paper vorgestellt. Ich zeige es Ihnen gleich auch noch auf der nächsten Folie, wie das dann aussehen wird. Und im nächsten Schritt, wenn es dann online ist, wird es durch Ihre potenziellen Kunden, durch unsere Leser heruntergeladen und Sie erhalten zeitgleich DSGVO-konform die Leads, das heißt die Kontaktdaten dieser Personen. Ja, hier sehen Sie, wie Sie oder wie die Kunden, die Ihre potenziellen Kunden, die White Paper auffinden. Es gibt einen Hauptnavigationspunkt auf marktforschung.de zu den White Papern. Hier mal am Beispiel eines aktuellen von Ipsos, dass Sie da einen Eindruck von bekommen, und auf der rechten Seite dann auch, wie es in der Marktforschung-Depesche, unserem Newsletter mit über 10.000 Abonnenten, dann präsentiert wird. Als Tipp, dieses White Paper auch
sich runterzuladen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, wenn wir es in der Depesche aufnehmen, erhalten Sie auch sofort einige Leads. Ich sagte es gerade schon, so ein White Paper zu erstellen, klingt nach Aufwand. Es ist aber letztlich tatsächlich sogar mit relativ einfachen Mitteln und schnell gemacht. Und zwar dann, wenn Sie vorhandene Inhalte nutzen. Das können zum Beispiel Fachartikel sein, die bereits auf marktforschung.de veröffentlicht wurden. Wenn Sie zukünftig Fachartikel planen, die Sie bei uns publizieren möchten, denken Sie auch mal daran, diesen Fachartikel als White Paper zu erstellen. Das kann sogar in unserem Layout passieren. Das heißt, wir können Ihnen davon auch einen PDF-Sonderdruck erstellen. Sprechen Sie mich einfach gerne an. White Paper können auch kostenlose Studien sein oder Sie verfassen eine Management-Summary einer durchgeführten Studie. Die sicherlich gerade für Endkunden interessanteste Variante ist natürlich, wenn Sie von Best Practices oder Case Studies in Zusammenarbeit mit Kunden berichten. Das ist aus der Erfahrung immer ein sehr interessantes Format. Auch möglich ist gerade dann, wenn Sie auch Webinare durchführen, dass Sie die Präsentation für dieses Webinar als Grundlage für Ihr White Paper nutzen. Mit ein bisschen Überarbeitung ist das sicherlich auch geeignet, um es als White Paper bei uns hochzuladen. Wichtig ist noch als Tipp natürlich Ihre Kontaktmöglichkeit, ein bisschen menscheln mit einer Person, die da als Ansprechpartner für dieses Thema fungiert, dass diese auch im White Paper genannt wird, damit der potenzielle Kunde direkt Kontakt aufnehmen kann. Ja, noch ein paar Kennzahlen. Die best runtergeladensten White Paper, also interessante Themen, erzielen tatsächlich 30 bis 50 Downloads. Was aber auch sehr abhängig ist von Ihrer weiteren Bewerbung zu diesem White Paper, welches Sie über marktforschung.de gerne durchführen können. Das können Anzeigen im Newsletter sein. Je nachdem, wie wichtig das Thema für Sie ist, sogar ein Standalone-Newsletter, der dann auf Ihr Thema exklusiv zugeschnitten ist. Oder auch Sie schalten Banner auf marktforschung.de immer mit der Zielverlinkung, dieses White Paper herunterzuladen. Beispiele, wenn Sie sich das mal anschauen möchten, für wirklich sehr gut gelaufene White Paper ist zum Beispiel das von Ipsos Nachhaltigkeit, wenn der Say-Do-Gap zur Chance wird oder aus The Future of Works, Expertenmeinungen 2022 von Tivian. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Lust auf White Paper gemacht. Dann würde ich jetzt zum nächsten Thema zur Lead-Generierung nochmal weitergeben an die Sabrina Germann, die Ihnen was zu den Webinaren erzählen wird. Ja, danke Lars. Dann übernehme ich direkt meinen Part, denn auch bei den Webinaren hat sich einiges geändert und das möchte ich Ihnen heute gerne erzählen. Einige oder viele von Ihnen kennen sich ja bereits mit den Webinaren aus und kennen die altbewährte Möglichkeit, ein Webinar mit uns, also der Hilfe von marktforschung.de, durchzuführen. Sie profitieren dabei eben von unserer Software Zoom, wie wir sie gerade laufen haben, und durch unsere Erfahrung im Bereich der Events. Ganz einfach gesagt ist das, bedeutet das für Sie, Sie konzentrieren sich einfach auf die Inhalte des Vortrags und wir kümmern uns um den Rest. Der Rest besteht aus Promotion, Lead-Generierung, Teilnahme, Akquise und so weiter. Und diese Themen liegen dann bei mir auf dem Schreibtisch. Letztendlich für die fachlichen Inhalte sind Sie dann zuständig. Ich glaube, da sind Sie etwas besser im Thema als ich. Neu in unserem Repertoire sind die Webinare, die Sie selbstständig durchführen. Das bedeutet, die Darstellung und die Promotion läuft wie gewohnt über unsere Kanäle ab. Das Einzige, was Sie dann tun müssen, ist eine Software selber zur Verfügung stellen und auch selbst moderieren. Heißt, wir sind nicht mit im Event drin, aber keine Sorge, wir kümmern uns weiterhin um die Promotion und die Reichweite, damit genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ihr Event besuchen. Ja, und schließlich auch neu mit dabei sind die Lunchbreak-Webinare. Die Webinare bieten Ihnen Flexibilität, Ihr Wissen eben kurz und kompakt in einer Einheit von 30 Minuten zu präsentieren. Und diese bietet sich eben perfekt in der Mittagspause an. Ich möchte jetzt auf die zwei neuen Produkte eingehen. Zunächst schauen wir auf die selbst durchgeführten Webinare. Wir verstehen, wie wichtig es Ihnen eben ist, potenzielle Kunden bzw. Neukunden anzusprechen und eine breite Zielgruppe zu generieren. Und deshalb setzen wir dabei auf unsere umfangreichen Verteiler. Lars hatte es vorhin schon gesagt, wir haben die Depesche,
Wir haben zusätzlich noch unseren eigenen Webinarverteiler, in dem Menschen drin sind, die sich bereits für unsere Webinare interessiert haben. Somit sprechen wir eben genau die Leute an und eben auch neue über unsere Social-Media-Kanäle, die sie benötigen oder wollen. Ich habe ein paar Zahlen, die noch interessant wären. Letztes Jahr, 2022, konnten wir allein 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Webinare begeistern. Und da ist noch nicht mal die Woche der Marktforschung mit drin, deswegen da kommt noch mal ein höherer Anteil drauf. Noch ein ganz aktuelles Beispiel zum Webinar, was jetzt in anderthalb Wochen ansteht, am 6.7. zum Thema Codierung. Diese Landingpage wurde schon 800 Mal aufgerufen und wir sind schon bei über 100 Anmeldungen und wir haben ja eben noch ein wenig Zeit dafür. Ja, und darüber hinaus nutzen wir unsere Reichweite über marktforschung.de, die Newsletter, Social-Media-Kanäle, um eben auch das Publikum zu erreichen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist auch die WDM, die jetzt im Mai stattfand. Da konnte der Kalender insgesamt 30.000 Aufrufe verbuchen. Also Sie können sich sicher sein, dass wir das Publikum auf Ihre Webinarseite bekommen. Es liegt dann letztendlich an Ihnen, was Sie daraus machen, also wie Sie Ihre Inhalte gestalten, möglichst ansprechend. Aber da stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Unterstützung. Und zu guter Letzt gibt es weiterhin die Möglichkeit, die Webinare auch als geschlossen zu präsentieren. Dort können Sie eben selektieren, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilnehmen dürfen, welche nicht. Das ist insbesondere wichtig für den Wettbewerb, dass Sie dort die entsprechenden Wettbewerber ausschließen können. Ja, und angesichts des Trends der Schreibtischesser, so wie die Wirtschaftswoche das Treffen beschrieben hat, möchten wir diese Entwicklung nutzen und Ihnen die Möglichkeit geben, neue Leads eben während der Mittagspause zu generieren. Unsere Lunchbreak-Webinare, die finden dann immer von 13 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Da haben Sie eben innerhalb kürzester Zeit die Zeit, wertvolle Leads zu generieren. Es wird dann immer 30 Minuten sein, 25 Minuten Vortrag, 5 Minuten noch am Ende für Fragen und Antworten. Abgesehen von der neuen zeitlichen Komponente bleiben aber bewährte Elemente, dass wir zum Beispiel mit drin sind und das Event hosten und auch vorbereiten mit Ihnen gemeinsam. Andernfalls, wenn Sie das gerne auch in eigener Regie machen möchten, sprechen Sie mich gerne darauf an. Das können wir natürlich auch machen. Und dann wird es auch weiterhin über die Depesche, unsere Webseite und Social Media verbreitet. Ja, und unabhängig der Webinare, also welches Sie wählen, ob Sie es mit uns machen möchten, ob Sie es selber machen möchten oder ein Lunchbreak-Webinar veranstalten möchten, bleiben die Vorteile eben gleich. Wir kümmern uns um die Bekanntmachung, das heißt, Ihr Webinar wird auf unserer Webseite in der Webinarliste gelistet und Sie haben auch eine eigene Landingpage, die Sie selber mit Inhalten bespielen können. Wir kümmern uns dann um die Promotion. Wie gesagt, die Kanäle hatte ich schon mehrfach aufgezählt. Ein Teil der Promotion ist allerdings auch noch das Interview, das wir im Vorfeld mit dem Referenten durchführen und dann auch veröffentlichen. Das legt eben nochmal gezielt den Wert auf die Inhalte des Webinars. Und weitestgehend, damit auch die gewünschte Zielgruppe erreicht wird, rekrutieren wir eben auch die Teilnehmer über unseren Verteiler und auch über unsere Newsletter und auch nochmal über die Social-Media-Kanäle. Wie schon mehrfach gesagt, geschlossene Webinare, muss ich jetzt auch nicht nochmal darauf eingehen. Die Option besteht natürlich bei allen dreien. Darüber hinaus erhalten Sie ja im Anschluss die Kontaktlisten von mir. Dort können Sie sowohl die Menschen, die teilgenommen haben, als auch die Menschen, die sich nur angemeldet haben, kontaktiert. Das läuft alles DSGVO-konform und somit haben Sie eine große Bandbreite an Leads im Nachhinein vorliegen. Ja, und abschließend gibt es eben bei den Webinaren, wo wir mit drin sitzen, noch den Videomitschnitt. Wir stellen das Video im Anschluss dann auf unsere Webseite. Wir haben eine Mediathek.
Dort wird später nochmal drauf eingegangen. Da haben Sie dann die Möglichkeit, ohne großen Aufwand immer noch weiter Leads zu generieren, indem das Video einfach in unserer Mediathek steht und Interessenten sich das Video anschauen können. Ja, und ein weiterer Teil der Webinare, den habe ich jetzt ausgelassen, das sind die Dossier Plus Themen. Allerdings sind es nicht nur die Webinare, sondern noch vieles mehr gehört dazu und da möchte ich gerne abgeben an Holger Geißler. Ja, dann gehe ich doch mal hier an der Stelle weiter. So, Sekunde. Also, was ist die Grundidee von diesem Dossier Plus? Es ist eigentlich der Mix aus ganz vielem, was es gibt bei uns und es ist alles intensiv aufeinander abgestimmt und vernetzt miteinander. Wir haben unsere bisherigen Schwerpunktthemen umgewandelt in Dossier Plus. Das sehen Sie hier oder haben Sie vielleicht gesehen, wahrscheinlich auch mitbekommen, intensiv am Thema Nachhaltigkeit. Das war das letzte Dossier Plus. Und was wir hier machen, ist, dass wir ein Umfeld präsentieren, ein Umfeld gestalten, in dem Sie sich als idealer Lösungsanbieter für ein Thema sozusagen positionieren können. Wir haben hier das Thema Nachhaltigkeit und haben hier 4 Unternehmen, die das genutzt haben. Und man präsentiert sich dort als Sponsor auf mehreren Ebenen. Ich habe mal 2 eingeblendet. Das ist zum einen, dass man überall dort, wo über das Webinar oder über das Dossier Plus gesprochen wird, mal als Sponsor auftaucht, aber eben auch als Werbung hier an der Seite noch. Man taucht mit Artikeln auf, man taucht eben auch mit den Webinaren auf, die man entsprechend bucht. Was vor dem Hintergrund unserer Fragestellung heute noch interessant ist, ist, dass wir hier in dem Exklusivsponsoring die Möglichkeit haben, Ihnen auch die Leads aus den Daily Keynotes zu geben. Das heißt, für alle Panel-Diskussionen, die wir im Rahmen von einem Webinar-Dossier Plus machen, bekommen Sie auch entsprechend die Leads und können auch diese Personen kontaktieren. Genau, das ist was, was eben tatsächlich ganz exklusiv den Exklusivsponsoren zur Verfügung steht. Genau, hier nochmal Blick. Ich hatte jetzt mal als Beispiel das SD Vibrant rausgenommen. Sie sehen hier unten eben die Webinaraufzeichnung und Sie sehen hier oben dann auch nochmal den Fachartikel. Das heißt, man hat tatsächlich innerhalb eines Themas 4 Touchpoints und kann tatsächlich sich in diesem Umfeld sehr gut positionieren. Hier ein kurzer Überblick noch auf die Dossier Plus Themen für 2023. Da gibt es auch eine Neuerung drunter. Die anderen 3 Themen dürften bekannt sein. Das nächste, was jetzt ansteht, sind die UX Research Days mit den 2 Eventtagen Ende August. Da einfach auch nochmal der Hinweis darauf, wenn Sie noch ein Thema haben oder wenn Sie noch präsent sein wollen in dem UX Research Days Dossier Plus, dann sprechen Sie uns gerne an. Da ist auch noch Möglichkeit, einen Artikel zu platzieren oder eben noch ein Webinar zu machen oder auch noch ein Sponsoring zu machen. Das ist am 10.07. online, also ein bisschen Zeit ist noch. Noch können Sie da im Prinzip aufspringen. Dann haben wir als nächstes Thema, als übernächstes Thema DIY und Automatisierung. Ist ein großer Trend, dass man mehr und mehr Services automatisiert, sodass betriebliche Marktforschende auch gewisse Dinge alleine machen ohne ein Institut. Das ist ein Trend, der ist da. Und wir behandeln und diesen Trend eben in dem Thema, wie weit kann Research in Betrieben, Instituten automatisiert werden, welche Neuerungen gibt es. Und dann gibt es ein neues Dossier Plus, noch was reingekommen ist auf Initiative des Arbeitskreises der Deutschen Markt- und Sozialforschung, des ADM. Da geht es um die Rolle der Beratung in der Markt- und Sozialforschung, Erfolgsfaktoren und Best Practices. Das ist ein Dossier Plus, wo man quasi exklusiv ADM-Mitglieder mitmachen können. Also wenn Sie kein ADM-Mitglied sind, dann haben Sie da sozusagen keine Möglichkeit, das zu sponsern. Aber Sie können eben als ADM-Mitglied hier mitmachen und sich dort präsentieren, um einfach das Thema beratende Institute auch nochmal zum Talk of the Town zu machen, also Talk of the Day zu machen oder im Fall eines Dossier Plus ja was Talk of the Months. Und am Ende haben wir dann noch das Thema Insight-Driven Future. Welche Rolle wird KI für Marktforschung, Beratung, Human Resources, UX und CX spielen? Und zwar machen wir hier Folgendes, dass wir das Dossier Plus nicht nur bei uns, bei marktforschung.de auf dem Dossier spielen, sondern auch parallel auf personalintern.de, was gerade zum Beispiel für Anbieter im Bereich Organisationsforschung auch spannend ist oder Mitarbeiterbefragung und eben auch bei consulting.de.
was auch nochmal verschiedene Möglichkeiten bietet, sich hier wirklich als umfassender Lösungsanbieter zu präsentieren. Das heißt, ein Dossier Plus, was nochmal eine deutlich größere Reichweite haben wird und sich tatsächlich damit beschäftigt, wie geht es denn weiter in der Zukunft mit diesen Bereichen und welche Rolle wird KI dort spielen. Genau, dann kommen wir noch zu den weiteren Themen bis zum Ende des Jahres. Und da würde ich jetzt an der Stelle auch nochmal kurz an den Lars übergeben. Der spricht jetzt über die Mediathek, bitteschön. Ja, danke Holger. Mediathek ist jetzt schon ein paar Mal gefallen als Begriff. Es gibt sie auch schon auf marktforschung.de, allerdings momentan nur im Bereich der Webinare. Wir haben vor, sie umfassend zu überarbeiten und in verschiedene Formate in dieser Mediathek künftig zum Download anzubieten. Das sind, wie gesagt, die Videoaufzeichnungen, die jetzt schon über 300 Stück umfassen. Dazu werden dann noch Podcasts und die White Paper kommen. Das sind derzeit schon über 100. Außerdem werden wir PDFs von Sonderdrucken dort veröffentlichen. Klar wird es eine Freitextsuche geben und auch ein Filtersystem, um an entsprechende Inhalte zu gelangen. Aber was wirklich ein entscheidendes Kriterium ist, ist, dass wir die Mediathek mit den Unternehmensprofilen aus dem Anbieterverzeichnis verzahnen werden. Das heißt, wenn Sie etwas in die Mediathek einstellen, wird das auch gleichzeitig in Ihrem Unternehmensprofil gefunden werden, sodass interessierte Leser, Kunden von beiden Seiten oder von beiden Touchpoints, sage ich mal, an Ihre Inhalte gelangen werden. Und Sie werden auch sehr stark vernetzt werden mit weiteren Website-Bereichen, mit Themen auf marktforschung.de, sodass, wenn wir etwas behandeln, auch immer gucken, gibt es dort Schnittmengen durch eine Vertaggung mit weiteren Inhalten aus der Mediathek. Das Ganze dient natürlich zur Lead-Generierung auch an der Stelle wieder. Das heißt, wir werden gegen eine Registrierung und Zustimmung zur Weitergabe der Daten einen Teil der Inhalte aus der Mediathek eben nur diesen Nutzern zur Verfügung stellen und dann den Kunden zur weiteren Lead-Behandlung weitergeben, so wie Sie das aus jetzt schon von den Webinaren und den Whitepapern kennen. Neu auch in diesem Jahr ist wiederum die Gehaltsstudie. Also Sie kennen sie, von daher nicht, natürlich nicht ganz neu, aber wir werden wieder die Gehälter erheben. Das ist eigentlich der Standard, der jedes Jahr passiert. Aber was in diesem Jahr wieder besonders interessant ist, aufgrund des Mangels an Fachkräften, auch in der Marktforschungsbranche, dass wir erheben, womit können eigentlich Arbeitgeber punkten in der Rekrutierung. Das ist ein Sonderthema und sicherlich auch wichtig, um einfach Vorteile gegenüber dem Wettbewerb zu erlangen. Und natürlich werden wir auch wieder erheben, wie es mit der Arbeitszufriedenheit bestellt ist, gerade in Zeiten von Homeoffice und virtuellem Arbeiten. Es wird eine Druckauflage geben von 1200 Exemplaren, die wir auf der Succeed 23 verteilen werden und die an Hochschulen versendet wird, an Hochschulen, die einen Marktforschungslehrstuhl haben. Die PDF-Datei wird sicherlich mindestens 5000 Downloads generieren. Das heißt, durch diese Verbreitung schaffen wir ein sehr gutes Employer-Branding-Umfeld für Sie, damit Sie sich als Arbeitgeber dort präsentieren können. Da bin ich auch gleich schon bei den Beteiligungsmöglichkeiten. Klassisch wird es Anzeigen natürlich geben in der Printausgabe und auch im PDF-Download. Wir hatten letztes Jahr das erste Mal ein Content-Werbeformat eingeführt, das sehr gut angekommen ist. Das werden wir in diesem Jahr wiederholen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, dass wir ein Interview mit einem HR-Verantwortlichen aus Ihrem Hause führen unter dem Arbeitstitel, wie ist es eigentlich bei Institut XYZ zu arbeiten. Wir haben zwei umfassende Sponsoring-Pakete mit vielen Inklusivleistungen, unter anderem zum Beispiel auch, dass Ihr Logo als Unterstützer der Studie auf dem Deckblatt mit drauf ist. Da ist dann auch gleich ein Arbeitgeberprofil enthalten, eine ganzseitige Anzeige. Also das sind wirklich sehr umfassende Leistungen und wenn Sie da Interesse haben, sende ich Ihnen gerne weitere Informationen zu. Zum Thema Arbeitgeberprofile wird es auch in diesem Jahr in beiden, in der Printausgabe und im PDF-Download, die Möglichkeit geben, sich als Arbeitgeber auf einer ganzen Seite oder auch sogar einer Doppelseite zu präsentieren.
Was wir dieses Jahr auf jeden Fall neu machen werden, da kommen wir dann später auch nochmal zu, ist das Anbieterverzeichnis, dass wir um ein Arbeitgeberverzeichnis erweitern werden. Und wenn Sie ein Arbeitgeberprofil in der Gehaltsstudie haben möchten, ist dort direkt inkludiert auch ein Online-Arbeitgeberprofil mit deutlich umfassenderen Darstellungsmöglichkeiten, nochmal mit Bildergalerien, was Sie an Benefits anbieten. Also da wird es sehr umfangreiche Darstellungen geben. Genau, Anbieterverzeichnis ist gerade schon gefallen, das Stichwort. Ich gebe es nochmal an den Holger. Quasi mein Stichwort wieder, wunderbar. Genau, da sehen Sie schon so einen kleinen Sneak Preview hier mit dem Bild. So sieht das im Moment in der Entwicklungsoberfläche aus. Die Kollegen sind da schon relativ weit. Wir werden tatsächlich das vom Look and Feel komplett grafisch überarbeiten. Wir werden aber auch die Kriterien und Filter deutlich überarbeiten, sodass auch die Logik dahinter komplett anders wird. Das heißt, auch an der Stelle schon mal eine Ankündigung, da müssen Sie alle nochmal ran und nochmal gucken, was dann für Ihr Institut demnächst für Top-Skills wichtig sind. Und wir werden auch, ähnlich wie Sie das vielleicht von LinkedIn kennen, die Möglichkeit schaffen, dass Skills bestätigt werden, sozusagen, damit man, dass man sagen kann, ja, dieses Institut hat die und die Branchenkompetenz. Da sind wir nicht im Bereich der Bewertungen, wo es darum geht, dass man auch irgendwelche Urteile fällt, sondern einfach darum, ich bestätige, dass dieses Institut das entsprechend auch kann und werden das wahrscheinlich auch in der Suche dann entsprechend berücksichtigen. Das Thema Arbeitgeberprofil und die Verzahnung hat der Lars eben schon angesprochen. Und was im nächsten Schritt, wenn es dann online ist, auch dazu kommt noch, ist die Möglichkeit, das tatsächlich selbst zu pflegen. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Mal für jedes neue White Paper, was Sie einstellen, wobei da geht es eh schon, aber für jede kleine Änderung, wenn irgendwie ein neuer Mitarbeiter oder ein neuer Geschäftsführer kommt, dann müssen Sie nicht bei uns anrufen und wir machen das dann, sondern Sie können es eben auch tatsächlich über ein eigenes Frontend entsprechend pflegen und ausbauen, sodass Sie da ganz flexibel sind. Soweit, das sind die Veränderungen, die wir an der Stelle haben. So, jetzt können die Kollegen noch mal kurz dazukommen. Ich blende aber noch mal unsere Kontaktdaten ein. Jetzt sehen Sie die ganz genau. Das sind, ich vermute, Sie haben mal unsere Kontaktdaten. Sie haben ja auch tatsächlich von uns Post bekommen. Ich blende jetzt das an der Stelle mal, stoppe mal die Freigabe. Genau, dann sehen Sie uns auch noch mal. Dann kommen wir noch mal rein. Genau, melden Sie sich gerne bei Fragen. Ich sehe jetzt im Chat hier keine, sodass wir an der Stelle jetzt auch durch sind. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die 25 Minuten mit uns, ich hoffe, wir waren bei 25 Minuten, ich glaube knapp, dass Sie mit uns jetzt auch die Mittagspause verbracht haben. Danke dafür und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten und unsere Reichweite für Ihren Unternehmenserfolg nutzen. Soweit. Ja, danke meinerseits auch. Von mir auch. Einen schönen Nachmittag noch. Genau. Tschüss. Und einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss.